Hallo, ich bin der GameRob und herzlich willkommen zu Let's Play Myst 3 Exile. Teil 5. Genau. Wir sind wieder im Tschernin. Und wir haben das erste Level abgeschlossen. Für Leute, die sich den Teil anschauen, die werden das wahrscheinlich gesehen haben. Genau, wie ich im ersten Video nachträglich eingefügt habe, werde ich im Fall, dass ich zu lang an Rätseln brauche, nichts Produktives sage in der Zeit, werde ich das etwas kürzen. Gut, das war bei dem einen Video, ich film bei dem anderen Video. Da bin ich nur einmal kurz weggegangen, habe ich noch umgeschaut, aber das Wichtigste ist drauf. Tja. Gut, jetzt kommt als nächstes, was machen wir als nächstes? Glaube ich, gehe einfach mal da hoch. War ich schon mal? Und hier haben wir ein Drehrad. Ich habe das nicht davor gemacht, weil ich habe eigentlich immer dieses Amateria immer irgendwie als erstes Level. Ich weiß nicht, das ist bei mir so eine Angewohnheit. Was sehen wir? Aha, da wird der Lichtstrahl reflektiert. Und der geht hier hin. Dieser Lichtstrahl geht zu dem hier, glaube ich, sogar. Ja, geht da. Sieht man hier. Jetzt muss ich mir das notieren. Es ist nämlich so, ich werde mir das jetzt handschriftlich Notizen machen, weil es etwas einfacher ist. Ich glaube, das geht dann zu dem hier da drüben. Ja, genau. Geht nämlich zu dem hier. Man muss nämlich jetzt das quasi Teil für Teil umleiten. Ich muss mir nur die Farbkombination immer notieren. So, jetzt habe ich den Stift besser. Und ja, ich bin jetzt auf handschriftlich umgestiegen, weil es etwas, ja, zügiger geht. Ich mache keine Ladezeit. Außer ich müsste den Stift jetzt laden. Wäre ein bisschen komisch, aber... Man hört immer wieder so leichte Musikeinspielungen. Oh, da oben. Nein, ist der falsche. Hier ist auch noch ein Gang, aber da kommen wir noch nicht rüber. Muss man noch etwas machen. Das ist ein Rätsel, wo man sich aber auch erstmal denken muss, denkt, okay. Und hier ist das Grün. Was zum? Ach, da ist es. Ich habe gedacht, wo ist es? Man sieht, der Strahl wird darüber gelenkt. Jetzt wird der Strahl darüber gelenkt zu dem roten. Ja, man kann es, glaube ich, meines Wissens gar nicht falsch die Reihenfolge machen, weil es läuft, geht eigentlich immer von dem einen zu dem anderen. Da ist, schätze ich mal, nichts außer Wasser, genau.
weil die Maus besetzt träge. Ja, und die rote roten Zahlen unten im Bild, die kriegt man nie weg, aber das ist nicht das Schlimmste. Dafür läuft das Spiel schön flüssig und alles. Auch in den Sequenzen, da ich ja jetzt die erste Aufnahme-Session konvertiert habe etc., habe ich das ja jetzt gesehen, dass es doch ziemlich gut von der Qualität her ist. Habe ich einen Zip-Modus drin? Genau, das ist da. Genau, da kommt dann der. Das, nein. Man merkt schon, man hat sich beim Level-Design sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube, das geht jetzt sogar darüber. Ich bin mir gerade nicht sicher. Genau, das ist... Genau, und dann haben wir das auch. Gut. Weiß immer noch nicht genau, was mit diesem, ne, was hat denn hier dieses Abgebrochene, was damit auf sich hat. Oder ist es eins, das hat dann erraten muss. Sind wir nämlich hier und wir sehen grün. Moment, da haben wir gelb. Blau, grün, rot, gelb, lila und rot. Ha, ich bin so gut. Ich gehöre in Suppe, nein. So. Oben ist wiederum das Verbindungsbuch und hier haben wir wieder diese nette Kombination. Muss ich kurz nachschauen, weil das hatte ich mir nicht vorhin leider vorbereitet. Schande über mich. Das müsste dann der hier sein. Also ich habe jetzt was verwechselt, aber das glaube ich nicht. Okay, da ist irgendwo ein Fehler.
Okay, irgendwo ist da gerade ein Fehler. Ah, oh, ich habe zwei Sachen vertauscht. Na, ich hatte gerade die beiden Symbole vertauscht. Ich hörte nämlich das darüber. Gehört hier in die Mitte circa. Ich habe da irgendwo ein Vielleicht habe ich hier gerade damit. Ich hatte gerade Hinweis an mich selbst. Ich sollte das nächste Mal ein bisschen genauer nachschauen. Hier bekommen wir das Buch nach Voltaik. Oder Voltaik. Wie die Voltaikanlage. Und schon sind wir angekommen. Oder wenn Erinnerung wach. So. Ich will das immer irgendwie wie ein Ego-Shooter steuern. Also hier geht den Felsen rein. Hier kommen wir. Oh Gott. Das hier ist das Rätsel. Diese Tür muss man öffnen. Wie der Name schon des Zeitalters andeuten könnte, es hat etwas mit Energie zu tun. Die Musik ist einfach so genial bei dem Spiel. Ich gehe erstmal nach rechts. Hier haben wir schon wieder ein paar Seiten. Ah, langsam kommt es zurück zu mir, das Wissen über meine Identität, wie lange ich hier gefangen bin, so viel ist verschwommen. Ganze Zeitabschnitte fließen in den Nebel, der meinen Geist auffrisst. Aber wenn ich mich konzentriere, kommen Bruchstücke zurück. Es war ein Traum, der mir zunächst half, mich zu erinnern. Ich lag im Schilf in der Nähe des Stoßzahns. Ich weiß nicht, wie lange schon oder wie ich herkam. Ich starre in den Himmel, sehe, wie ein Mann der Klippe entspringt. Zuerst sein Kopf, dann seine Schultern, dann sein Oberkörper, wie ein Heiligenschein umflutet Sonnenlicht seinen Körper. Okay, das könnte man missverstehen, wenn man den Zusammenhang nicht kennt.
Ich kann mich nicht bewegen. Vielleicht ist der Tod schließlich doch gekommen. Der Mann steht auf der Klippe mit einem Buch in seiner Hand. Mit einem traurigen Blick starrt er auf die Lagune. Ich wollte ihn rufen, ihm sagen, dass er gekommen sei, um mich zu finden, aber mein Mund ist trocken. Ich kann mich an keine Wörter erinnern, und bevor ich daran denke, aufzustehen, öffnet er sein Buch, legt seine Hand auf die Seite und vergeht zu Staub. Ich dachte, es sei ein Traum. Es war später. Stunden oder Wochen, als ich sein wirbelndes Buch auf der Klippe fand. Und als ich mich runterbeugte, es zu greifen, war es echt. Der Nebel versuchte mich zu verschlingen, aber ich hielt mich an der Realität des Buches fest und ließ es nicht zu. Ich ließ es nicht zu, dass die Benommenheit mein Geist stahl. Sprich, man kriegt dann nach und nach dieses Buch zusammen. Ich werde auf Wunsch vielleicht das noch im Nachhinein mal komplett vorlesen, aber ich weiß nicht, ob Leute wollen, dass ich das vorlese. Ich bin gerade wieder zurückgegangen. Intelligent. Hier ist eine Tür. Und hier kommt Rauschen aus dieser Richtung. Ich denke mir die ganze Zeit, hier ist kein einziges Geländer. Das ist aber nicht sehr sicherheitsbewusst, ne? Hier ist ein Bild. Da ich mir denken kann, dass das Bild wichtig ist. Das sieht aus wie ein Plan, ja. Ich habe mir den jetzt kurz abgezeichnet, weil mit Abfotografieren, das ist ein bisschen blöd bei dem Spiel. Aufgrund der Bildauflösung. Okay. Dann öffne ich doch mal. Jetzt geht ihr weiter runter.
muss ich dann noch irgendwas machen? Nein, dann werde ich das doch einfach mal betätigen. Was bewirkt das? Es ist einfach zu lang her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ah, jetzt verstehe ich, was das da... Okay, das zu. Könnte das was mit dem zu tun haben? So, ich habe das übersprungen. Dann braucht es sich nicht nochmal anschauen. Nein, das tat da nichts zur Sache. Was ist der Sinn und Zweck? Natürlich ist natürlich der Sinn und Zweck des Levels, dass man was lernt. Aber ach stimmt, genau, da war ja irgendwas. Nichts passiert. Ich schätze mal, man müsste ihn erstmal mit Strom versorgen. Hat irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Und da hat gerade der Ton gehüpft, gekraxelt. Das kann irgendwelche Gründe haben. Ah, ja, wie ein Luftschiff. Und ja, es ist doch offensichtlich von der Form her.